Hallöchen und herzlich willkommen zurück und das geht hier... Ah! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und es geht hier gleich spannend los, wollte ich natürlich sagen. Muss ich jetzt springen? Tatsächlich? Aha. So, Entschuldigung, dass wieder eine Folge ausgefallen ist. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf schiefgelaufen ist, als ich gedacht habe, zwei Folgen würden reichen. Ich kann, also immer. Fragt mich bitte nicht. Ich wollte dann eigentlich noch am Sonntag aufnehmen, aber da konnte ich nicht, weil wegen Kopfschmerzen. Ich hatte einfach Kopfschmerzen des Todes. Es ging einfach wirklich überhaupt nicht. Es darf niemand mehr sterben. Es darf niemand mehr sterben. Das sehe ich exakt genauso. Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt hin muss. Da hinten. Okay, wie komme ich da lang? Oh, guck mal hier, Moni. Moni! Dahin auch. Moni! Das ist despawned. Despawned? Ja, also Entschuldigung, tut mir leid. Kommt bestimmt trotzdem wieder vor. Ich bin ja im Moment so schlampig mit Pumpen. Tut mir echt leid. Oh, ich kann nicht. Ich kann es einfach nicht. Kennt ihr das, wenn ihr so... Also es ist jetzt nicht, dass ich unmotiviert bin oder so, aber es ist halt echt, dass ich, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, zu Hause bin. Und dann fällt es mir irgendwie schwer, noch Dinge zu tun. Muss ich jetzt... Oh Gott. Geil. Geil. Ist das cool. Umschalt. Cool. So. Auf geht's, ab geht's. Das war jetzt natürlich dumm, ne? Komm mal wieder hoch. Was soll ich tun? Was stand da? Warte. Stand doch irgendwas. Ich spring einfach mal und hoffe, dass sie sich festhält. Sehr gut. Tschu! Ist das cool. Voll in die Fräse. Muss ich mich ins Lagerfeuer setzen? Oh, guck mal, wie krieg ich. Reden lerne ich dann auch später nochmal. Mach ich so einen Kurs. Oh, so ein Kurs. Wollte ich natürlich sagen. Kurs. K-U-A-S-T. Kurs. Ohne T am Ende. Alter, was ist los mit mir? Alter. Ich hab keine Ahnung. So, gucken wir mal, ob wir irgendwas am Lagerfeuer tun können. Oh, ich habe einen Fähigkeitspunkt. Stell dir mal vor, du müsstest dich in RL skillen. Warte mal. Ich muss mich anders hinsetzen. So. Ich bin ja so ein typischer Schneidersitzmensch. Ihr auch? Also ich sitze eigentlich so gut wie selbst auf Arbeit und dann, wenn jemand kommt, immer gucken die mich immer so an, so, was ist mit dir los? Plündern Sie Tierkeller, so erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf Ihrer Karte verzeichnet. Ich gucke ja irgendwie drauf. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen um. Sammeln Sie zusätzliche beim Plündern. Hä? Interessiert niemanden. Greifen Sie nach einem Ausweichmanöver an, sind Sie noch tödlicher und können nahezu jeden Feind ausschalten. Geil. Und hier, benutzen Sie Ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnungen. Schalten Sie das Kopfschussfadenkreuz frei. Das hört sich richtig geil an. Töten Sie Feinde auf kurzer Distanz für mehr Belohnungen, schaltet das Kopfschussfadenkreuz frei. Das ist natürlich auch fein auf kurzer Distanz, das ist gut. Benutzen Sie Ihr Gewehr auf kurze Distanz, um Gegner gnadenlos auszuschalten und zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Und feuern Sie aus kurzer Distanz mit der Schrotflinte auf Feinde, um sie aufzuhalten und zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Das finde ich persönlich tatsächlich sehr geil, weil ich mit dem... mit der Schrotflinte... Jetzt bin ich natürlich hin und her gerissen zwischen dem und dem, weil ich brauche unbedingt mehr Dinge, die ich im Nahkampf verwenden kann. Wie läuft das denn?
Drücken Sie F, während Sie den Bogen benutzen, um betäubten Feind mit einem Pfeil den Rest zu geben. Bogenexperte. Soll ich das mal nehmen? Muss ich hierfür irgendwas Besonderes machen? Drücken Sie F, um betäubt mit Ihrer Schrotflinte den Rest zu geben. Ah, okay. Nee, dann nehme ich doch das hier. Vielleicht dann noch so ein Fadenkreuz da kriege. Gucken, wie das dann aussieht. Also, stand da, ja. Hoffentlich habe ich das jetzt nicht falsch. Hat man mich gerade noch gehört? Ich habe gerade echt leise geredet. Ich habe einfach nur so laut gedacht durch dies. Escape. Is guppy. Kann ich das hier irgendwie... Das bricht doch gleich zusammen, wenn ich hier laufe, oder? Hallo? Kann ich das nicht einfach mit... Hätte ja funktionieren können, ne? Ach so. Na gut. Bisschen verqualmt hier. Nimm mal diese Raucher. Ein altes Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Na gut. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Ich nicht. Geh doch einfach von der Insel runter. Mensch, doch. Manche Leute machen sich das auch echt einfach nur kompliziert. Muss ich jetzt hier lang? Nee, muss ich hier lang? Hä, warum komme ich gleich durch? Hä, was ist denn das? Das habe ich höchstwahrscheinlich verdient. Oh, guck mal. Hab ich einfach versucht, bin ich durchgekommen, wa? Alter, ich dachte gerade, das hat sich bewegt. Ich weiß gar nicht warum. Was ist das denn? Kacke. Das sieht ja krass aus. Hallo. Kann jetzt nicht schöner Sonnenaufgang sein. Das würde bestimmt echt hübsch aussehen. Okay. Na gut. Auf geht's, ab geht's. So macht man das, Kinder. Oh, da ist irgendwie ein Koffer. Uwe. Das ist ein Tempo-Zuho. Präge ja nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. Wieso kriegt keine extra EP? Hallo? Extra EP kriegen! Wahrscheinlich, weil es halt nichts Besonderes war, ne? Ich hoffe, ich rede manchmal laut genug. Ich krieg das ja selbst immer nicht so mit, wenn ich so leise rede. Das tut mir leid. Das ist immer, weil ich dann immer so richtig konzentriert bin. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin dann halt konzentriert. Oh. Muss ich hier... Ich versuch's mal. Und
kann ich... Und muss ich dann... Was passiert, wenn ich hier... Ich guck mal. Ich weiß gar nicht, sind wir hier hergekommen? Nee, daran würde ich mich ja irgendwie... erinnern. Ich habe nicht E gedrückt. Ich bin so doof. Oh Gott, was ist denn los mit mir? Scheiße. Muss ich da überhaupt lang? Aber das sieht so aus, als ob ich da lang müsste irgendwie. Hm. Okay. Also finde ich persönlich irgendwie. Kann ich dann da einfach so rüber hoppen? Hier so? Doch, guck mal. Ich guck mal, was es mir bringt. Da bin ich nicht hierher gekommen. So hin. Doch, ne? Oder? Kann Sinn ergeben, ne? Schade eigentlich. Hätte ja sein können. Hätte sein können. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich hier meinen Dingsbums reinspannen muss. Vielleicht auch. Entschuldigung. Oh, wie geht das nicht? Also da muss ich jetzt hoch. Naja, wenn das so ist. Und dann da hochklicken oder was, ne? Nee, irgendwie nicht. Aber ich kann mich doch hier jetzt auch nicht loslassen. So. Na gut. Nee, da krieg ich jetzt eh nichts. Ich hoffe, ich musste da jetzt nicht hoch, ne? Aber es ging ja. Warte mal. Habe ich jetzt Scheiße gebaut oder was? Oh, hier ist ein Geocoach. Geocoach. Wen die denn das worden sind. Hä, hey, ich geh noch mal kurz zurück. Und warte mal, warum kann ich mich nicht... Ach, Kacke. Ach, Scheiße. Leg mich. Warte mal. Das, hoffentlich spawne ich jetzt nicht auf der anderen Seite, ne? Das wäre ja schon ärgerlich irgendwie. Dann wäre mein Freitod umsonst gewesen. Fick dich ins Knie, Alter. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Kackspiel. Ich weiß nicht, ob ich da oben lang muss. Oder ich gehe jetzt hier unten lang. Fick mich. Scheiß drauf. Kacke. Warum ist hier da voll reingelaufen, ne? So voll mit dem Gesicht, ey. La la la. Und bei euch so, wie läuft? Man muss sich nicht beeilen, wenn man da durchkriecht. Das ist okay so. Warum wird mir nicht... Ach da. Da muss ich. Nee, da hinten. Das... Okay. Ich war verwirrt. Krieg ich das jetzt auch? Und hier sind die Schule. Ja, natürlich. Oh Gott. Halten Sie eben drin. Das ist aber nett hier. Ich guck mal, wie sie da einfach mal so reinbatscht, ne? Hallo? Schätzelein. Was ist los? Hm, das Schmerzen oder was? Nee, okay, gibt's nichts Spannendes mehr. Okay. Dann gehen wir hier lang. Boah, Gänsehaut. Ob das nicht ein bisschen heiß an ihren Beinen wird und an anderen. Keine Diskussion. Packt eure Sachen zusammen. Auch noch in 10. Shit. Dort ist eine scheiß Todesfalle. Vielleicht das perfekte Versteck für ein paar entflohene Gefangene. Wenn sie dort sind, sind sie doch sowieso tot. Kein Muni für. Helft mir mal! Kacke, warum haben die denn so?
ran hier. Warte, nämlich brennenden Pfeile. Brenne. Wo ist eine andere? Ach da. Brenne. Hab ich den getroffen? Nicht richtig, ne? Brenne. Brenne. Alle tot? Alle tot. Okay. Lagerfeuer. Sink das Lagerfeuer. Abgrund. Ach ja, liebe Kinder. Es sind schon wieder 15 Minuten. Ich bleibe hier stehen. Drück auf Escape, damit mir ja nichts passiert. Und dann setze ich mich nochmal hin. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War jetzt nicht so die spannendste Folge, ne? Aber bei True ist es so, da gibt es immer so, wow, Spannung und wow, Story. So. Und dann machen wir weiter bei dem, was wir auch immer hier gerade machen. Ich glaube, wir gehen zu unseren Freunden zurück, ne? Glaube ich. Ich glaube ja. Weiß ich nicht mehr. Schon länger her. Na, eine Woche eigentlich. Was ich gespielt habe. Das reicht, damit ich es vergesse. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns später bei 16,5 Minuten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!